Hallo und willkommen zu einer kurzen Präsentation zur neuen Versandhandelsregelung ab Juli 2021. Versandhandel ist, wenn ein Unternehmer Gegenstände und Waren an Endverbraucher, grundsätzlich Endverbraucher, verkauft und diese auch durch Versendung an ihn übergibt und weiterleitet. Im Sinne der Europäischen Union liegt auch Versandhandel vor, wenn der Käufer zwar Unternehmer ist, aber ein atypischer Unternehmer, also ein Unternehmer, der nicht üblicherweise die Mehrwertsteuer verrechnet. Das sind so Sondergeschichten wie Kleinunternehmer oder auch Ärzte, die ihre Leistung oftmals ohne Mehrwertsteuer verrechnen. Bei diesen Arten von Unternehmen spricht man bisher von sogenannten Schwellenerwerbern. Und wenn eben Gegenstände an einen Endverbraucher oder an derartige Schwellenerwerber geliefert werden, gibt es ab Juli 2021 massive Änderungen. Zunächst einmal, die EU verfolgt grundsätzlich bei der Besteuerung von Waren das Bestimmungslandprinzip. Das heißt, eine Ware sollte immer dort in jenem Mitgliedstaat versteuert werden, wo die Ware im Ergebnis auch verbraucht, konsumiert, ausgewertet, genutzt etc. wird. Jetzt ist es aber so, wenn Waren an Kunden in anderen Mitgliedstaaten geliefert werden, müsste sich der Unternehmer, damit er eben diese Besteuerung nach dem Bestimmungslandprinzip durchführen könnte, in jedem Mitgliedstaat der EU steuerlich erfassen und die dortige Mehrwertsteuer verrechnen und beim Finanzamt abführen. Das ist natürlich ein riesen administrativer Aufwand. Und deshalb war es bisher so, dass man durch die Einführung von Schwellenwertregelungen es geschafft hat, dass der Unternehmer immer die Mehrwertsteuer seines oder grundsätzlich die Mehrwertsteuer seines Heimatlandes verrechnet und erst ab Überschreiten einer gewissen Lieferschwelle hat er die Mehrwertsteuer des Bestimmungslandes verrechnet und dort abführen müssen. Das heißt, die Vereinfachung war, der Unternehmer konnte bis zum Erreichen dieser Schwellenwerte die österreichische Mehrwertsteuer verrechnen und musste erst ab Überschreiten zwingend die steuerliche Registrierung im anderen Land vornehmen. Das war für kleine Unternehmen ein Riesenvorteil, weil dadurch war es nicht immer notwendig, sich sofort beim ersten Umsatz im anderen Mitgliedstaat steuerlich zu erfassen, was oftmals auch mit Hilfe eines Steuervertreters nur zu schaffen ist. Und diese Schwellenwertregelung wird aber im Juli gestrichen. Das heißt, wir bekommen ein völlig neues System, das sogenannte EU-OSS. Der Unternehmer soll durch diesen One-Stop-Shop in der Lage sein, nur mit seinem Heimatfinanzamt die Abrechnung machen zu müssen, ohne zusätzliche Registrierungen im anderen Mitgliedstaat. Allerdings wird dabei auch jetzt das Bestimmungslandprinzip verfolgt, sodass der Unternehmer hinkünftig anstatt der österreichischen Mehrwertsteuer die Mehrwertsteuer des Bestimmungslandes verrechnet und dann über das österreichische Finanzamt abführt. Der Vorteil ist also dahingehend, dass man sagt, er braucht weiterhin nur eine einzige Registrierung in seinem Heimatstaat und über diese Registrierung werden dann die Mehrwertsteuern, die in anderen Mitgliedstaaten erhoben werden, über das Finanzamt wieder verteilt an die Finanzämter in den Mitgliedstaaten. Um dieses System anwenden zu können, ist aber Voraussetzung, dass der Unternehmer sich in diesem EU-OSS-System registriert. Das passiert in Österreich über Finanz Online. Dort kann man sich dann erfassen und mitteilen, dass man am OSS-System teilnehmen möchte. Gezwungen wird man nicht. Man hat durchaus hier die Option, auch freiwillig oder auch so wie bisher, die Mehrwertsteuer des Bestimmungslandes in Rechnung zu stellen und direkt mit dem Finanzamt dort abzurechnen. Allerdings erfordert das eben die steuerliche Registrierung direkt in diesem Land zu den dort geltenden Bestimmungen mit entsprechenden Fristen und Aufwänden, wie es halt das Finanzamt dort vorsieht. Oder man wechselt eben in dieses OSS und macht alles über das österreichische Finanzamt. Unternehmer, die sich für dieses OSS-System entscheiden, müssen sich jedoch vorab registrieren. Und wie bei allen Dingen mit dem Finanzamt gibt es hier Fristen zu beachten. Die Frist, die hier greift, ist, dass bevor erstmals ein Umsatz im OSS getätigt wird, im vorhergehenden Quartal die Erfassung passieren muss.
Heißt also, wenn Sie am 1. Juli 2021 bereits schon am System teilnehmen wollen, mit 1. Juli beginnt das dritte Quartal, dann müssen Sie bis spätestens 30. Juni, also noch im zweiten Quartal, die Anmeldung im OSS machen, damit können Sie ab Juli dann auch teilnehmen. Falls Sie erst nach dem 1. Juli oder auch später die Registrierung vornehmen, dann können Sie erst frühestens ab 1. Oktober am OSS teilnehmen. Also bitte dringend registrieren, wer daran teilnehmen will. Ausnahmen gibt es nur mehr für Kleinstunternehmer, die maximal mit 10.000 Euro Jahresumsatz bei ihren Lieferungen, aber in allen Mitgliedstaaten zusammen in Summe nicht übersteigen. Die können nun weiterhin das Ursprungslandprinzip wie bisher mit Verrechnung der österreichischen Mehrwertsteuer nutzen. Aber ab Überschreiten dieser Grenze ist zwingend entweder das OSS-System anzuwenden oder die optionale Registrierung im Mitgliedstaat der Bestimmung. Die größte Herausforderung für Unternehmer wird aber sein, hinkünftig wird es notwendig, die Mehrwertsteuer des Bestimmungslandes in Rechnung zu stellen. Und hier gelten natürlich unterschiedliche Steuersätze in den einzelnen Mitgliedstaaten. Wir allein in Österreich haben wir schon 3 Steuersätze, die zur Anwendung kommen könnten. Wir haben mal den 20%igen Normalsteuersatz, dann die 10% vergünstigt für Lebensmittel, Bücher etc. und dann noch darüber hinaus einen Sondersteuersatz von 13% für Blumen, Zwiebel, Samen, Holzstoffe zum Heizen oder auch Antiquitäten. Und somit verfolgt jeder Mitgliedstaat der EU unterschiedliche Interessen bei der Festlegung der Steuersätze. Oftmals sind es auch soziale Anregungen und warum man das so regelt. Deshalb ist es durchaus möglich, dass man zum Beispiel beim Verkauf und Lieferung von Damenhygieneartikeln in den Mitgliedstaaten vergünstigte Steuersätze zur Anwendung. So, wie kann das Unternehmer herausfinden, welcher Steuersatz für sein jeweiliges Produkt in den einzelnen Mitgliedstaaten zur Anwendung kommt? Die beste Hilfestellung bietet hier die Datenbank der Europäischen Kommission, die Access to Markets, an und für sich eigentlich eine für den Export gedachte Datenbank, aber hier auch hilfreich, da hier in dieser Datenbank auch die Steuersätze der Mitgliedstaaten der EU abgefragt werden können, und zwar auf Basis des jeweiligen Produktes anhand der Zolltarifnummer oder statistischen Warennummer. Also in dieser Datenbank kann durch Angabe der statistischen Warennummer des Produktes und des Bestimmungslandes der dort anwendbare Steuersatz abgerufen werden. Alternativ können sonst auch Unternehmer aus Österreich die Außenwirtschaftszentren der Wirtschaftskammer Österreich zu Rate und zur Hilfe zu Rate ziehen. Die Wirtschaftskammer Österreich hat in allen Mitgliedstaaten der EU Niederlassungen und Vertretungen, und diese sitzen ja vor Ort in den jeweiligen Ländern und können deshalb in Zusammenarbeit mit den Finanzämtern den anwendbaren Steuersatz recherchieren. Das heißt für Unternehmer vom Ablauf folgendes: Wenn Sie an diesem System teilnehmen wollen und das schon ab 1. Juli, bitte bis 30. Juni registrieren über Finanz Online, dass Sie an diesem System teilnehmen wollen. Im nächsten Schritt müssen Sie herausfinden, welcher Steuersatz für Ihre Produkte im jeweiligen Land, wo Sie hinliefern, Anwendung findet, der Steuersatz zur Anwendung kommt, und dann müssen Sie im Ergebnis nach Ende des Quartals, einen Monat nach Ablauf des Quartals, in diesem Fall für das dritte Quartal wäre es dann der 31. Oktober, spätestens beim Finanzamt in Österreich Ihre innergemeinschaftlichen Umsätze melden, untergliedert nach den Umsätzen der jeweiligen Mitgliedstaaten und die dort verrechneten Mehrwertsteuern, und ans österreichische Finanzamt abführen. Und das Finanzamt wird dann diese ausländischen Steuern an die jeweiligen Finanzämter weitergeben. Eine Besonderheit gilt auch noch in Bezug auf die Aufbewahrungspflicht von Dokumenten. Diese sind hinkünftig 10 Jahre lang aufzubewahren, anstatt der bisher gewohnten 7 Jahre. Hiermit wäre eigentlich das Wichtigste zum neuen System gesagt. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Geschäften und alles Gute für Ihre Tätigkeit. Danke.